Du hörst täglich Andachten von Miriam Martin. Der Dienst, der durch den Heiligen Geist durch mich gebaut ist, soll dich als Nachfolger Jesu in die reine und ursprüngliche Lehre Jesu zurückführen. Melde auch du dich gern zu weiterführenden jeweiligen Kursen und Begleitungen der Schule des übernatürlichen Lebens an. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den der Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Johannes 14, Vers 26. Nun, deine Gefühle berauben dich der größten Salbung. Was meine ich damit? Hör gut zu, ich will es dir erklären. Der Heilige Geist will es dir erklären. Denn er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das sagt Jesus dir her. Und ihr habt die Salbung, von dem der heilig ist. So steht es in 1. Johannes 2, Vers 20. Jesus sagt etwas Weiteres, etwas sehr Wichtiges auch in Johannes 16, Vers 14. Von meinem wird er es nehmen und euch mitteilen oder auch offenbaren. Alles, was dir offenbart wurde, ist erst genommen worden. Nun, der Heilige Geist nimmt zuerst von dem, was Christi ist, und offenbart es dir dann. Also er nimmt von der Wahrheit, er nimmt von Gott selbst und offenbart dir das. Dann kommst du an den Ort, wo du eine weitere Berührung brauchst. Was meine ich damit? In Bezug auf deinen Dienst, auf dein Leben, wird er dir das in Erinnerung rufen, was du brauchst, was so wichtig für dich ist. Das ist eine so wichtige Sache für die Nachfolger Jesu, für die, die predigen, für die, die wirklich in den Dienst kommen wollen, für die, die wirklich heilen wollen, für die, die wirklich, wirklich das Evangelium verkünden wollen und andere Menschen berühren mit dem Wort Gottes. Gott wird uns sein Wort geben. Und wenn wir irgendetwas Besonderes brauchen, wird er uns das auch geben. Und das will er uns hiermit ins Gedächtnis rufen. Der Heilige Geist kommt, um uns an das Wort zu erinnern. Als Hilfe für zukünftige Überlegungen sage ich dir dieses Wort. Ihr werdet Kraft empfangen. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Gott möge dir die Gnade geben, dies niemals zu vergessen. Was meine ich damit? Statt auf dem felsenfesten Wort des Glaubens zu stehen, dass die Taufe mit ihrer Salbung und Kraft empfangen ist, sagen viele Menschen, oh, wenn ich doch nur fühlen könnte, dass ich sie empfangen habe. Und dieses Beharren auf das eigene Gefühl nimmt ihnen den Mut, die Kraft im Glauben einzusetzen. Nun, das meinte ich, als ich sagte, deine Gefühle berauben dich der größten Salbung. Der Feind ist clever. Er weiß, was er tun muss, um dich dieser Salbung zu berauben. Er sagt dir, du sollst auf deine Gefühle achten. Doch weißt du, deine Gefühle sind eher entmutigend. Du musst davon wegkommen, dich auf menschliche Gefühle oder Wünsche zu verlassen. Irdische Wünsche sind nicht Gottes Wünsche. Alle Gedanken von Heiligkeit oder Gedanken von Reinheit, alle Gedanken von Kraft des Heiligen Geistes sind von oben. Menschliche Gedanken sind wie Wolken, die zur Erde gehören. Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. So steht es schon in Jesaja 55, Vers 8. Nun, geliebte Schwester, geliebter Bruder, die Erinnerung, die der Heilige Geist dir hier geben möchte, ist, komm zurück, setze dich, stelle dich auf das Wort und glaube, was im Wort steht. Vertraue nicht auf deine Gefühle. Der Feind wird sie nutzen und er wird dich abirren lassen. Es geht allerdings darum, dass wir die Kraft Gottes durch uns zu anderen Menschen fließen lassen. Und hierzu brauchen wir den Glauben. Darauf müssen wir uns stellen. Lass uns gemeinsam beten. Gott Vater, im Namen Jesus bitte ich dich heute, mir die Gnade zu geben, mich auf dein Wort zu stellen. Mir dabei zu helfen, meine Gefühle auszublenden und mich auf dein Wort zu konzentrieren. Und du sagst, wer Glauben hat, so groß wie ein Senfkorn, der wird zum Berg sagen, hebe dich und wirf dich ins Meer und der Berg wird es tun. Hilf mir, Vater,
allein im Glauben durch den Geist in Christus zu agieren. Im Namen Jeshua HaMashiach. Amen.